Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute mit Fanta, What the Fanta 2022 im Test. Es wird pink, es ist nicht mehr blau und es gibt drei verschiedene Sorten, ihr Lieben. Die habe ich heute für euch gekauft, drei verschiedene Sorten, hoffentlich. Ich weiß es nicht, es steht ja nicht drauf. Für 89 Cent plus 25 Cent Pfand im rot-gelben Netto. Ich hätte vielleicht beim Einkaufen noch ein bisschen besser darauf achten können, vielleicht. Ich habe geguckt bei diesem Barcode, der schien mir überall gleich zu sein, möglichst verschiedene Sorten zu erwischen. Ich kann ja sagen, dass ich dreimal die gleiche Sorte erwischt habe. Aber dann ist mir jetzt gerade beim Foto machen dieses Detail aufgefallen. Mensch, hier ist es ja grün drauf. Im Netto-Prospekt könnte man jetzt sagen, oh mein Gott, die Sorten wurden gespoilert, denn dort standen auch drei verschiedene Geschmacksrichtungen drin. Die werde ich jetzt nennen, weil es garantiert kein Spoiler ist. Wenn ihr meint, es ist ein Spoiler, haltet euch kurz die Ohren zu. Ich deute das dann an, was es ist. Ich mache das natürlich mit einer Signalfarbe. Es wurden drei Geschmacksrichtungen in das Prospekt geschrieben. Das waren Mango, Mandarine und Lemon. So, jetzt könnt ihr wieder zuhören. Und ich würde vermuten, dass genau das die grüne Frucht ist. Mal gucken, wie das schmeckt. Ich lege jetzt mal mit dieser Sorte hier los. Leider, ich sage immer leider, ohne Zucker. Und auch wenn man hinten drauf guckt, sind immer die gleichen Zutaten und die gleichen Nährwerte. Es ist halt alles Aroma, was das Ganze hier ausmacht. Und das riecht schon, das riecht abgefahren. Nicht, was ich erwartet hätte und auch gar nicht in diese drei einzelnen Geschmacksrichtungen. Ich glaube, die haben das nämlich dazu geschrieben, weil bei der letzten Fanta What the Fanta Aktion hat ja eine nach Tomate geschmeckt. Irgendwie so ein ganz ekelhaftes, eine ganz ekelhafte, aber mutige Sorte, ja. Und ich glaube, deswegen haben sie jetzt hingeschrieben, dass sie auf jeden Fall alle fruchtig schmecken und ungefähr die Fruchtrichtung vorgegeben. Und es schmeckt überhaupt nicht nach der Frucht, die ich gerade genannt habe. Ich würde sagen, es schmeckt eher so wie, ja, es geht so in die Richtung. Ich würde sagen, eine Frucht, die ich noch nie getrunken habe. Hibiskus in die Richtung. Hibiskus. Ja, klingt total crazy, aber ich kenne das von einem vom Cocktail oder Granatapfel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Granatapfel, Hibiskus. Von der Farbe her könnte es auch Drachenfrucht sein. Abgefahren. Leicht säuerlich. Parfümiert, es schmeckt extrem parfümiert. Musste auch so ein bisschen an die Rittersport mit Rosengeschmack denken. Und vielleicht komme ich deswegen auch, ja, Hibiskus ist ja auch so eine Blüte. Ne? Und es wird auch oft in Getränken verwendet. Und von der Farbe her würde ich sagen, irgendwas mit Hibiskus und was da noch danach kommen mag. Weil es wird ja eine Kombination sein. Da muss man echt mit Wasser durchspülen, ihr Lieben. So. Fanta mit dem Grünen ist weg. Jetzt machen wir mal die Blaue. Und ich hoffe, es schmeckt anders. Bitte nicht nochmal das Gleiche, weil es soll ja drei... Nee, es gibt drei verschiedene Sorten. So, genauso wie im letzten Jahr auch. Krass! Das riecht wirklich ganz anders. Noch eine Ecke fruchtiger. Aber ich bin auch ganz weit weg von dem, was im Netto-Prospekt steht. Also diese... Jetzt kann ich sagen, der trifft absolut nicht zu. Die wollten wahrscheinlich einfach nur sagen, Achtung, hier gibt es Frucht, macht euch keine Sorgen. Das ist weit weg von irgendeiner, von Lemon, Mandarine und Ananas. Never. Nein, das ist was ganz Eigenes. Das war eine Fehlzündung. Und hier, ach ja, es hat auf jeden Fall eine leichte Mango-Note. Und dann was ganz Leckeres, Saures. Aber auch wieder was Exotisches. Es ist auf jeden Fall eine leckere Sorte. Die erste mit Hibiskus, oh, muss man mögen. 7 Punkte, aber echt nicht schlecht. Auch gerade, weil es ja zuckerfrei ist, schmeckt man da nicht so den krassen Zuckeraustauschstoff raus, finde ich. Abgefahren. Ist irgendwas mit Kirsche vielleicht? Oh mein Gott. Lasst uns gemeinsam rätseln.
Schreibt es in die Kommentare, falls ihr die Lösung kennt. Und ihr wollt sie nennen. Schreibt bitte ganz groß Spoiler davor und irgendwo in der fünften Zeile. Dann wird der Kommentar nicht sofort angezeigt. Schreibt Spoiler rein, macht 5 Leerzeichen und dann könnt ihr gerne die Lösung da reinschreiben, wenn ihr die kennt. Jetzt bin ich sehr gespannt, ob diese Flasche nochmal genauso schmeckt. Ich habe es versucht, so ein bisschen zu mischen. Die werden übrigens im Sixpack verkauft. Und da habe ich jetzt 2 aus einem Sixpack gegriffen. Ich wollte jetzt nicht 3 Sixpack aufreißen im Laden. Das finde ich irgendwie so ein bisschen unverschämt, weil einige Leute wollen die ja im Sixpack kaufen. Deswegen habe ich ein angebrochenes Sixpack genutzt und eine Flasche, die da noch rumstand, habe ich mitgenommen. Vielleicht hat das... Das ist nochmal das Gleiche, tatsächlich. Ja. Das ist die gleiche Sorte. Die dritte Sorte fehlt mir, Lieben. Was machen wir da? Einmal kurz überlegen. Und einfache Lösung. Das ist Teamwork hier. Schreibt einfach in die Kommentare, welche Geschmacksrichtung ihr vermutet, ob ihr auch alle 3 probieren konntet und ob, wie ich es vielleicht schon vermutet habe, die Farbe von What the Fanta da schon einen Hinweis drauf gibt. Und wenn ja, dann schreibt gerne in die Kommentare, was die dritte Fanta What the Fanta für eine Farbe hat auf dem Etikett. Ist mir tatsächlich erst zu Hause aufgefallen. Es ist ja auch so weit, wie das da unten steht, kann man das ja auch übersehen, oder? Naja, die zweite Sorte fand ich ein bisschen besser. 8 Punkte, sehr gut gelungen. Also dieses Jahr kann man anscheinend nicht daneben greifen, sage ich jetzt mal ganz mutig. Dritte Sorte habe ich ja nicht erwischt. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren. Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder, ihr Lieben. Tschüssi!